Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Red Dead Redemption 2. Und wir machen natürlich weiter. Ich habe es euch ja versprochen, auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat. Ja. Aber ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit genommen. Ich musste gerade ein bisschen rumstruggeln, weil, ja. Arthur? Windows ein Update hat dann mir alle Systemeinstellungen rumgemüppt. Das fand ich richtig uncool. So, es kann jetzt sein, dass ich entweder zu laut bin oder zu leise oder beides. Und das spielt genau das gleiche in grün. Ich werde es nach dieser Folge feststellen. Ich habe das Mikrofon hier schon ein bisschen weiter weg gemacht. Dieser Charles, deine neue Frisur sieht smexy aus. Good morning. Good morning. Wo ist der Hund? Und wo ist Molly Zipfel? Ah ja. Echt jetzt? Seid solche Leuchtturmwärter. Wer schreit denn da schon wieder? Wieso mussten wir jetzt eigentlich in einem Hillbilly-Camp campen? Also. Oh nein, der Sturm der Liebe. Ja, dann stürmen wir mal die Liebe. Na, unten im Timbuktu. Aber das ist vielleicht ganz gut zum Einspielen. Ach, ich habe ganz vergessen, dass man in dem Camp nicht laufen kann. Busi. Oh nein, bitte, bitte nicht. Bitte, ich habe jetzt keine Schnapsdrosselzeit. Naja, ja. Ja. Mhm. Karen. Nach dem Tod von, Take it easy, Karen. On the hooch. Why? Because a good sober life will bring me peace and contentment? What a crock of shit this world is. Ja, aber ich glaube nicht, dass Sean das so wollen würde, dass du... Well, don't give up on everything just yet. Sure, Arthur. Nimm dir mehr die Beds und verpisst euch einfach von diesem Camp. Ohne Witz. Pferd. Warum habe ich eigentlich so wenig Essen für dich? Da habe ich ja in meinem Online-Spiel mehr Futter für mein Pferd. Und warum ist da drüben... Oh, ich liebe es, wenn sie mir meine Waffen wegnehmen. Ich möchte bitte die Sniper da unten haben. Javier, ich meine, was ist denn jetzt los? Pferd. Sag mal, kann ich jetzt da nicht an dem vorbeireiten, weil der... Hä? Javier ist so fett, dass ich mit dem Pferd nicht an ihm vorbeikomme. I see. Okay, alles klar. Kein Problem, Javier. Good boy. Oh, ich mag Arthur, der ist so süß. Und Eichhörnchen. Ach, diese Landschaft, ne? Ich kann die ganze Zeit einfach nur hier rumrennen wieder und alles angucken. Das ist halt immer so. Der Schlappschwanz. Warum genau läuft er zu Fuß, obwohl da sein Pferd steht? Okay. Ich hinterfrage das einfach mal nicht. Das ist, wird schon seinen Grund haben. Warum ist da ein weißer Punkt auf der Karte? Was heißt das?
Maika, Kack. Maika Zipfelbell habe ich ja überhaupt keinen Bock zu reden, ne? Das ist halt mein... Der ist mein Kryptoniter Typ. Ich hasse den. Ich kann in sein Gesicht schon nicht sehen. Da bin ich schon aggro. Wir hätten den einfach in dem Knast versauern lassen sollen. Und wir hätten nie diese dämliche Geldeintreiber-Scheiße machen sollen. Das ist halt das Nächste. Why? You're okay, boy. Oh nein. Easy, whoa. Don't be shy, partner. No such thing as a stranger here. Hello, mister. Yeah, you look like you need to take a load off. Why didn't you tell me we had guests coming? I'd have fixed myself up nice. Oh, now you know you look perfect, princess. I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. And we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. Never trust a hillbilly. I'm gonna go freshen up. Oh, God. I appreciate the offer, but I best be on my way. Oh, come on now. How are you gonna turn down a hot meal and good company? Oh, no. I'll go open that bottle. Ah, ich hasse mein Leben. Wir werden wieder in der Scheiße landen. Ich werde hier nichts essen. Das ist hygienisch minus 12. Hey. Das ist wirklich. Come on in. Come on. This is very kind of you. Mm-hmm. Don't sweat it, partner. The pleasure's all ours. Ja, also. She ain't primping for hours up there. We'll never eat. Warte. Igitt, warum soll ich nach deiner hässlichen Schwester oder was auch immer Frau gucken? Ich will nicht. Oh, das ist so, wie die miteinander reden, das ist eklig. Wo ist denn jetzt mein... Ich bin völlig verwirrt. Das da brauche ich. Sonst verliere ich zu viel Energie. Warum habe ich denn ja schon wieder keine Waffen? Weil ich zu Gast bin. Hey. Well, sure. Hey. Get to... Wieso soll ich denn nach deiner Ische gucken? Ist das nicht dein Auftrag? Ich hab nichts gemacht. Die Schublade war schon offen, ich schwör. Die wird nichts dagegen haben, dass ein Fremder hochläuft. Und sie angafft, oder was? Also, like... Das sieht in ganz vielen anderen Varianten eklig aus. Was soll ich denn immer mit diesen... Ich will keine Premium-Zigaretten. Ah ja. Sick sons of bitches. Der hört es gar nicht, wenn ich hier oben rumrenne. Quietscht denn oder Boden? Ich habe das Zimmer deiner Frau nicht gefunden. Well, look who it is. You are hungry, ain't you? Nein. I didn't mean to intrude, ich wurde gezwungen. It's all right. Looking ain't a crime. You go on it. Leave at the table. I'll be down in a minute.
An old family photo. It got damaged, unfortunately. I see. Hast du hinter. Du hast Fail. Achso, du guckst in den Spiegel rein. Okay, ich wollte gerade schon sagen, dass du Fail-AP gemacht hast, weil du gesehen hast, was ich getan habe, wo du mich nicht mal angeguckt hast. Aber die hat in den Spiegel reingeguckt. Deswegen hast du gesehen, was ich tue. Alles easy. Sheila, ja, down in just a minute. Deine komische Frau. That is what I like to hear. Hey, now pull up a chair, partner. Ich will nicht. Ich könnte dich jetzt konfrontieren. Sagen, hey Bruder, warum hast du das Skelett drin? Hey, pull up a chair, partner. Ich will nicht. Du hast da oben ein Skelett in deinem Schrank, du. So, I opened a door up there and saw some bones. Human bones. Oh, that's my mama. Rest in peace. I just couldn't bring myself to bury her. This way is better. No need to stand on ceremony here. Das juckt denn gar nicht. Das ist ein Ekel, Joe. Hey! Hey! Wait, this is just about perfect. One of them moments you wish could last forever. Well, like I said, I can't stay for long. Welche Augenblicke genau? Like a couple of old friends. Ah. Ja, ich habe übrigens Dings Tuberkulose. Ich kann euch ein bisschen anstecken, wenn ihr wollt. Also nervt mich mal nicht. Smells delicious. Food don't smell too bad neither. Oh, Pfitdeivel. How do you like it? It's good. Different. That meat is so tender. You know what? This place used to be a pig farm when we was kids. Before we lost our ma and pa. Horrible business. Horrible. But we still got each other, ain't that right, honey pie? And we still know how to have a hog killing time. Geschwitzt. Ja, Inzest, das Spiel für die ganze Familie. Where are my manners? Keine Drinks. Ahnung. Ich hab meine Schulter gleich gekracht. Was ist das, Benzin? Trink das doch nicht, Arthur! Oh, shit. Oh, I doubt he needs that. Let's loosen you up some more. Hab ich jetzt Menschenfleisch gegessen? Ich hoffe, du hast nur Gemüse gegessen, Arthur, und nicht irgendwas. Ich schwöre, wenn ihr mir Scheiße antut, ne, ich komme wieder und schieße euch in den Arsch. Benzin. Feels like someone stabbing me in the head. Come on, I thought I had a man here, not a boy. One more, and you and I both will go upstairs and have a lie down. Apfelteufel, Apfelteufel, Apfelteufel. Oh nein, 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 nein. Was? Ich trink das doch nicht. Die hat gesagt, wir werden auch mit dir bamsen. Ich will nicht. Ich leg mich mit der bestimmt nirgends hin. Nimm ihm sein Geld ab. Na warte, du hässliche Kuh. Die haben mir mein Geld weggemöpst. Wer ist das denn? Ich will es gar nicht wissen, wer das ist. Oh, geil. Okay, jetzt reicht's mir. Oh, ich hab mir mein Geld wer ist das denn? Hier liegen aber noch ein paar mehr. Ja, bäh. Eine Mahlzeit. Wir müssen dieses Scheißhaus. Ich bin völlig verwirrt. Moment. Ich sollte nicht im Kreis rennen.
Da ist sie. Na, wartet. Soll mich verknallen? Die da natürlich. Ihr habt mich in ein Grab gelegt. Die widerlichen Arschlöcher. Was soll denn das? Ich werde den Maika vorbeibringen, können sie den essen, ey. Bäh. So, gib mir mal meine Shotgun. So. Hier wird niemand mehr gegessen. Verstanden? Du ekliger Arschkopf. Ja. Regel Nummer 1, raub mich nicht aus. Regel Nummer 2, raub mich nicht aus. Regel Nummer 3, versuch's erst gar nicht. Was für ein hässliches Bild. Ich hab tolle Kinder auf die Welt gebracht. Naja. Weh, ich bekomme mein Geld nicht zurück. Und was lernen wir draus? Ja? Wir sollten uns nicht einladen lassen von random Idioten irgendwo in irgendeine Hütte. So. Tschüss, ihr Schweinepriester. Sogar das Haus weigert sich abzufackeln. Git. Okay, können wir uns darauf einigen, dass wir nie wieder irgendwelche random Leute bei irgendwelchen Kaki besuchen, wenn sie sagen, hey, willst du zu uns reinkommen? Dann werden wir sagen, nein, auf keinen Fall. Ja, mit diesen wunderschönen Bildern verabschiede ich mich für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich gucke jetzt erstmal, ob die Soundeinstellung soweit passt. Und ich danke euch fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Bis zum nächsten Mal, wie immer. Ciao. Ciao.